Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs Folge 5, glaube ich, hoffe ich. Entriegeln. Zur letzten Folge haben wir uns ja hier rein, ne, buxiert. Mehr oder weniger unbeschadet. Und jetzt sind wir schon fast an unserem Ziel, würde ich sagen. Hoffe ich. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Waffen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Och, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. So. Na dann mal. Nimm's nicht persönlich. Und ihr wollt mich abknallen. Ja, das. Ja. Mittlerweile ist mir so einiges klar geworden. Ich hab den doch gerade schon gehackt. Zugangscode, yay. Ach so, und jetzt sind die Wachen einfach weg. Gut. Dann können wir uns ja mal ganz schnell hier nach oben bewegen, bevor es jemand bemerkt, dass da unten irgendwie alle Wachleute einfach mal, nennen wir es mal, nicht mehr ganz so lebendig sind. So, und hier sollen wir was hacken. Schwachstelle erkannt. Aha. Wieder Rätselspielchen. Moment. Ah.
Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung. Das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges... Oh, Scheiße! Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn! Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Khalif! Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Echt? Warte! Hier ist niemand. Ich gehe weiter. Okay, ganz ruhig. Das muss man noch abschalten können. Denk nach! Denk nach! Geh nach da drüben! Oh! Dass wir gut sind, wusste ich auch schon. Wie viele sind das noch? Nicht mehr viele. Okay, anscheinend... Die Cops suchen nach mir. Komm hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch. Ich glaube schon. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Also das erste Problem hätten wir wahrscheinlich schon mal beseitigt. Jetzt müssen wir bloß noch lang genug rumfahren, damit wir die anderen Streifen auch noch beseitigen. Aua. Ach, jetzt haben wir nicht mal genügend Energie, um so ein Dampfrohr außer Gefecht zu setzen. Na gut. Das macht's nicht zwingend einfacher, aber... Die kriegen wir schon los, hoffe ich. Noch sieht es ja so aus, als sieht es noch ganz gut aus. Aber noch sind wir nicht außer Sicht. Sieht so aus.
zumindest sagt das die Minimap, wie ich mir das jetzt so anschaue. Aber wenn gerade nichts los ist. Jetzt müssen wir uns einfach bloß noch aus dem Suchradius rausbewegen. Naja, das sollte zu schaffen sein. Flucht erfolgreich. So, und wo wir gerade da sind, ich mach mal kurz die Geräusche ein bisschen leiser. Musiklautstärke, Effektlautstärke. Wie sieht's aus? Erstmal Wegpunkt setzen. So. Hast du den Anrufer? Das Katz-und-Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Ach, was zum Teufel? Ich will nicht sterben. Wenn, dann fahren wir stilvoll dorthin. In einem Krankenwagen. Ich meine, immerhin, wenn wir angeschossen werden, können wir uns selbst versorgen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Au. Ups. So. So parkt man ein. So, danke für den Tipp. Oder wie hieß das? Danke für den Tipp. Okay. Mission starten. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Also, wir haben wieder ein bisschen CDOS-Zeug zu hacken. Das ist ja nichts Neues. Aber das sieht mir hier verdächtig groß und mit so vielen Möglichkeiten irgendwas zu sprengen, sieht es verdächtig danach aus, als werden wir hier vielleicht in einen kleinen Kampf verwickelt. Nein, das wollte ich nicht. Irgendwie. Und das will mir nicht so recht gefallen. So, erstmal zum Schaltkasten. Profiler einschalten und Profiler öffnen. Mach ich doch. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. So, kommen wir hier irgendwie daran oder? Ach stimmt, da hinten können wir doch gleich entriegeln. Warum ist das? Ach so. Okay, ich dachte schon. Kamera. Entriegeln.
hacken. Und schon wieder dieses wundervolle Spiel. Ja. Erstmal müssen wir hier... So. Und noch einmal. Langsam wird es auch kompliziert. Erstmal das eine müssten wir eigentlich... Okay, erstmal von da aus nach da. Nein, 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 so. Und von... Geht eigentlich nur so. So, das können wir entriegeln. Da. Da. Und da. Genau, so. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Ich habe auch gelitten. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit... dem Malo. Du haust besser ab. Okay. Wisst ihr, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Ja, ja klar. Warum nicht? Wir haben ja auch den ganzen Tag nichts Besseres zu tun. Aber ich habe da oben was gesehen, was uns schon mal weiterhilft. Wir kriegen was ab! Ja gut. Kamera. Was soll das? Ich gehe weiter. Er darf sich abbauen!
Ich glaube, wir haben hier eine ganz winzige Explosion ausgelöst, die ich nicht so beabsichtigt hatte. Au. Okay. So, wir können uns Fähigkeiten kaufen. Wir haben einen Skillpunkt, bringt uns noch nicht viel. Na gut, Damien. Reden wir. Anruf zurückverfolgt. Dann setzen wir uns erstmal dort einen Wegpunkt. Wobei wir uns trotzdem hier erstmal noch alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ihr könnt langsam mal wieder eine Reinigungskraft vorbeikommen. Das sieht momentan ein bisschen wüst aus hier, aber das ist bestimmt mit ein bisschen Wischen bald alles wieder weg. So, wir brauchen mal schnell noch ein Auto, weil das... Okay, theoretisch könnten wir auch dahin laufen, aber... Momentan müssen wir auch dahin. Halt. Das ist jetzt mein Auto. Ich will nach Hause. Aha, ich glaube, ihr Auto und sie hat nichts Besseres zu sagen als ich will nach Hause. Ich glaube, wir sollten unseren Ruf ein bisschen aufbessern, aber jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Ja, aber warum ist denn noch mein Wegpunkt weg? So. Perfekt eingeparkt, wie immer. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Leute, die wir... Lebst du noch? Gerade so. Entschuldigung. Carter? Okay. Neues Fahrzeug verfügbar. Yay. So, haben wir hier irgendwas? Was in Gottes Namen machst du da? Okay. Hier gibt's nichts. So. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Aiden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du als Coach.
Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Du kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist denn? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlo passiert ist. Akt 1, danke für den Tipp. Mission beendet. Hey Mann, wir treffen uns hinten. Dann erzähle ich's dir. So. Reiseführer-App. Okay. Mal gucken, wo wir noch so überall hin können. Hier hätten wir das CTOS-System.